Hallo YouTube. Ist Ostern oder was, dass ihr uns so ein Ei hier ins Nest legt? Ab dem 12. September werden keine Videoantworten mehr möglich sein. Es werden nicht nur neue Videoantworten nicht gepostet werden können, sondern auch alle alten vorhandenen Videoantworten werden gelöscht. Es wird keine Videoantworten mehr geben. Ab dem 12. September. Einfach so. Na, Begründung, seht ihr hier, die geringen Klickzahlen, nur 0,0000, was weiß ich, wie viele Nullen noch dabei sind. 4% nutzen die Videoantworten, klicken drauf, da sind natürlich die Zuschauer mit gemeint. An die YouTuber selber hat YouTube dabei wahrscheinlich gar nicht gedacht. Ich setze Videoantworten auf meinem Kanal ganz bewusst ein, um meine eigenen Videos alle miteinander zu verbinden und natürlich auch um Videos zu Videos von anderen YouTubern bei denen anzuhängen. Ne? Aber ja, das zeigt natürlich wieder einmal das Zuschauerverhalten auf YouTube, ja, dass zwar das Video selber gesehen wird, aber selten, sehr, sehr selten, wie diese Zahlen hier belegen, das, was darunter passiert, sprich die Kommentare und die Videoantworten, die aber für die Leute, die sich ernsthaft für YouTube interessieren, sehr wichtig sind. Wir alle wissen, wie sich YouTube in den letzten Monaten verändert hat und in welche Richtung die Reise geht. Die Startseite wird immer wichtiger, die großen YouTuber, nichts gegen sie, ja, aber die Zuschauer bleiben eher bei den großen YouTubern. Die Zuschauer haben es immer schwerer, neue interessante YouTube-Kanäle für sich zu entdecken. Sie müssen nämlich bewusst nach ihnen suchen. Und gerade für kleine, mittlere YouTuber sind Videoantworten ein sehr gutes Mittel, um bekannter zu werden. Und auch viele große YouTuber geben ihren Zuschauern oder kleineren YouTubern mit Videoantworten auf ihre Videos die Chance, bekannter zu werden, ein größeres Publikum zu erreichen, Leute zu erreichen, die sie nicht finden ohne eine Videoantwort. Tja. Ich werde jetzt erstmal abwarten, bis mein Hals ein bisschen abgeschwollen ist und dann werde ich mir was einfallen lassen müssen. Ja. Bis dahin, man hört und stört sich.